Ja, mal ein herzliches Willkommen hier in der VIP-Lounge des SK Vorwärts Steyr zu unserer mittlerweile fixen Pressekonferenz. Ich darf heute den normaligen Leiter des Interviews ersetzen, den Peter Drabeck, der ist leider nicht da. Ich darf die beiden Trainer, Herrn Andreas Morigl von Gleisdorf und unseren Trainer Gerald Scheiblener, herzlich begrüßen und zu mir aufs Podium bitten. Ja, ich beginne mal bei Ihnen, Herr Morigl. Ich darf Sie fragen, warum glauben Sie, wieso haben Sie heute gewonnen? Funktioniert? Ja. Warum wir heute gewonnen haben? Ja, weil wir ein Tor mehr geschossen haben als der Gegner. Ja, in einem engen Spiel, wo ja, beide Mannschaften, glaube ich, sehr viel investiert haben in die Partie Beide Mannschaften haben sehr viel investiert in diese Partie, um zu punkten, um zu gewinnen. Ja, uns ist es geglückt, ein Tor mehr zu schießen und 3 Punkte mitzunehmen. Ja, danke. Darf man nur kurz erfahren, irgendwelche Ziele für die Saison nur von eurer Seite? Ja, unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir sind aufgestiegen und haben uns als Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Auf dem Weg sind wir unterwegs und ja, jetzt haben wir schon mal einen guten Start hingelegt und einige Punkte am Konto. Sehr gut. Dann Gerald, an dich darf ich fragen, ihr habt heute mit einem anderen Spielsystem gespielt. Was hat das für Gründe gehabt, als normal gespielt? Dann hat es von draußen anders ausgeschaut. Wir haben eigentlich mit einem anderen Spielsystem gespielt. Wir haben eine Umstellung gehabt, statt dem Himmelfreund-Point hat der Bader Christoph begonnen. Aber wir haben ganz normal in einem 4-2-3-1 begonnen. Und momentan ist es halt so, dass wir das Glück nicht auf unserer Seite haben. Deswegen ist es ziemlich bitter für die Mannschaft und natürlich auch für uns. Als Trainerteam, wenn du sehr viel investierst in die Spielvorbereitung und dann... Ich glaube, man kann den Spielern auch jetzt nicht wirklich was vorwerfen. Sie hauen sie ein bis zum Schluss und die konkreten Torchancen nutzen wir im Moment einfach nicht und wir kriegen sehr unglückliche Tore und so verliert man einfach ein Spiel in der Regionalliga. Glaubst du, dass wir jetzt schon dann um einen Abstieg spielen oder dass das Ganze sich nur mehr wenden wird und jetzt dann, ob jetzt steil bergauf geht? Ja, also steil bergauf wünschen wir uns, das geht, ja. Ist nicht wirklich realistisch, aber es ist einfach für uns schwierig, ja, mit so einem schlechten Start, sag ich mal, in die Meisterschaft zu gehen, weil wir keine Mannschaft sind, die jetzt irgendeinen Gegner dominieren kann. Ja, man sieht, wir waren in jedem Spiel außer in Christkirchen, sag ich mal, waren wir knapp dabei. Wir hätten gut und gerne gegen Gurten gewinnen können. Heute sicher einen Punkt mitnehmen, auch in Lafnitz, aber von dem hätte Ware haben wir als nichts, wir haben die Punkte nicht gemacht und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir trotzdem an uns glauben und irgendwann wird sich das auch wenden. Wir waren jetzt lange verwöhnt, sage ich mal. Wir haben voriges Jahr mit einer sicher schlechteren Mannschaft nie Abstiegsgefahr gehabt, ja, oder meistens waren wir in einem sicheren Gefilde. Und heuer ist es anders und mit dem müssen wir jetzt alle miteinander umgehen, aber sowas kann er stärken, ja. Gibt es schon irgendwelche Pläne für die nächste Partie? Irgendwelche, was man jetzt besser machen konnte oder so? Ja, besser kann man viel machen. Direkt nach dem Spiel, sagen wir, denke jetzt nicht wirklich gleich ans nächste Spiel, sondern ich bin jetzt immer enttäuscht, dass wir heute vor eigenem Publikum, sagen wir mal, das Spiel nicht gewonnen haben. Aber wir müssen das so jetzt akzeptieren und ich gratuliere dem Gästetrainer als Aufsteiger mit 8 Punkten, denke ich, ist ein sensationeller Start und wünsche ich auch weiterhin, dass so drauf bleibt. Danke vielmals. Ich darf mich dann mit dem Statement eigentlich bedanken bei euch zwei und wünsche natürlich euch auch viel Erfolg weiterhin am Weg und danke fürs Zuhören.